Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fable 2. Wir sind immer noch im Hexenkessel, haben noch drei Runden vor uns und ja. Mal schauen, wie schwierig es noch wird. Schaut bloß nicht hinein! Warum? Legt er in einen hinein? Nein, aber mir aua! Ist ein Feuer ganz anders. Zweite Welle! Drei, Alter! Zwei, eins, los! Unterhaltsam! Spannend! Unterhaltsam! Spannend! Okay, ich brauche, ups, ganz schnell. Uah. Kann ich nicht hier noch? Jawohl. Dann zurück und in Fertigkeiten, nein, in Gegenständen. Verpflegung haben wir gar keine mehr. Oh. Das sieht verdammt böse aus. Wir haben noch einen so einen Auferstehungsfiole. Das heißt noch einmal volle Energie und das war's. Erfahrung können es stärker. Oh, über diese Parade wird er nicht allzu glücklich sein. Aufregen! Dritte Welle! Drei! Zwei, eins, los! Sein Angriff wurde diesmal pariert. Oh, und da war's. Mittelmäßig. Oh, das wird ein ganz schön heftiger Kampf. So, jetzt haben wir sie gleich. Erstmal sammle ich die Erfahrung ein. So, wir haben noch einen hier. Dahinter ist er. Das ist wirklich ein fantastischer Hexenkessel. So. Schade,
dass es nur noch zwei Runden sind. Es sind nur noch zwei. So, ich glaube, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich will es versuchen, zwei zu schaffen in einer Folge. Daran halte ich mich jetzt mal auch. Also ich versuche es zumindest. Haben wir noch irgendwo Gold? Huh. Ach, das sind so... Erleuchtung! So. Zwei Runden noch. Oh, und hier können wir wieder was kaufen. Ich hoffe, er hat irgendwas zum Kaufen. Oh ja, hat er. Meine. Auch meine. Auch meine. Auch meine. Auch meine. Ach, was hätte ich nicht gerne, die können wir noch nicht nehmen. Das wäre perfekt für euch. So einen schönen, auch nehme ich die eh. Ach, die kostet, ach, 6000, ey. Das ist zu viel, Leute. Dann versuche ich lieber nochmal in meinen Fertigkeiten, das können wir denn noch auf Willenskraft setzen hier. Da haben wir schon drei in Schock. Aber ich hätte mal gerne sowas wie Zeit verlangsamen. Das hier. Können wir da auch gleich zwei Punkte oder drei? Schön. Dann arbeiten wir mal jetzt ein bisschen mit Zeit verlangsamen. Yeah. So. Nee. Sowas. Brillant, nichts anderes. So. Okay. Das geht nicht immer. So. Erstmal schaue ich mich um. Haben wir hier irgendwo auch so welche Platten? Hier haben wir auf jeden Fall so welche Stäbe. Können wir nicht rauf? Okay. Schauen wir mal. Eine Auferstehungsfiole haben wir und ein bisschen Heilung haben wir jetzt auch. Also wagen wir's. 7, 3, 2, 1, los! Erste Welle! Na kommt. Hier kann man die Vergangenheit förmlich riechen. Sie riecht nach Kampf, Blut und Angst. Und auch Vanille. Aua. Zweite Welle. 3, 2, 1, los! Spannend! Ah, ich habe mich teleportiert.
2, 1, los! Oh, das ist ein großer. Immer drauf. Friss das und das und das. Erstaunlich! Er hat die letzte Runde erreicht! Alter Schwede. So. Dann haben wir 2 Runden in einer Folge geschafft, meine ich doch, oder? Aber egal, wir gehen gleich in die letzte und hauen die auch noch weg. Würde ich mal so behaupten. Und nicht einen Heiltrank oder sowas benutzt. Was können wir denn noch aufsteigen hier? Also mehr Leben oder Zähigkeit? Schaden. Habe ich nicht genug für. Nehmen wir doch Leben. So. Dann füllt er sich nämlich gleich wieder auf. Finde ich gut. So, aha. Dass ich euch den Kopf abreißen könnte, Mad Dog. Jetzt kommt das schlimmste Ungeheuer aller Zeiten. Alter, wo ist es? Hand, Puppen, Quatsch. Es ist ein Troll. Na, wo ist der Troll? Mittelmäßig. Aha, ich könnte mich jetzt also teleportieren oder was? Wow. Wow, voll ausgewichen. Krieg ich den jetzt kaputt? Oh. Yeah, cool. So. Ah, scheiße. Falscher Knopf. Ich wollte wegspringen. Ja, lach du nur. Lach du nur. Das Lachen wird dir noch vergehen. Ah. Oder auch nicht. Warum kann ich denn nicht mehr springen? Ende der Runde.
Jawohl. Unfassbar, unglaublich. Eine außergewöhnliche, übermenschliche Leistung von unvorstellbarem Ausmaß. Beispiellos, könnte man sagen, wenn es keine Beispiele gäbe. Er ist ein würdiger Teilnehmer für diesen hochklassigen Wettkampf. Ha, haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir aber unserem glorreichen Gewinner gratulieren. Wir hoffen, euch hat diese wahrhaft blutige und fesselnde Hexenkessel-Ausgabe gefallen. Lebt wohl, werte Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tja, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mingili, macht's gut. Ciao.